Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir reden heute über mögliche Verstrickungen und Kooperationen von AfD-Mitgliedern mit autoritären Regimen, und das wollen Sie vollständig aufklären. Diese Aktuelle Stunde ist einfach zu durchsichtig und zielt einzig und alleine auf die Beschädigung der ernstzunehmenden Opposition in diesem Hohen Hause ab. Offensichtlich haben Sie keine inhaltlichen Themen, die mit der AfD konkurrieren können. Herzlich willkommen im Wahlkampf. Sie werfen uns vor, Gesprächskanäle zu Regierungen zu haben aus Ländern, deren Verfassungen Ihnen nicht gefallen. Sie tragen diese Regierung, also unsere Bundesregierung, und es wäre Ihre Aufgabe, diese Gesprächskanäle offen zu halten. Tun Sie das? Nein. Die AfD bekennt sich ganz klar zu einer interessengeleiteten Außenpolitik. Mit der AfD gäbe es keine Sanktionen gegen die eigene Wirtschaft und gegen das eigene Volk. Wir hätten Energiesicherheit zu bezahlbaren Preisen vom Stromzähler bis zur Tankstelle. Ferner ein friedliches Miteinander auf dem europäischen Kontinent. Dass Ihnen dies mit Ihrer wertegeleiteten Außenpolitik nicht passt, ist klar. Ihre Politik lehnen die Bürger aber mehr und mehr ab. Jetzt werden Sie gerade kopflos und hektisch. Sie merken, die Wahlen stehen bevor. Sie haben uns inhaltlich nichts entgegenzusetzen. Und deshalb reduzieren Sie Ihre Aktivitäten auf Beschädigungsversuche und Diffamierungen. Stichwort Wannsee-Konferenz 2.0. Es ist inzwischen offensichtlich, dass der deutsche Inlandsgeheimdienst zusammen mit dem staatlich finanzierten Medienrecherchekorrektiv Kollektiv Lügen verbreitet hat, die Sie durch Ihren Bundeskanzler und Bundespräsidenten Parteibuch SPD gebetsmühlenartig wiederholen lassen, und das wider besseren Wissens. Es hat ein privates Treffen von Unternehmern mit Politikern der CDU und der AfD gegeben. Abschiebungen von deutschen Staatsbürgern mit oder ohne Migrationshintergrund war nie ein Thema. Wohl aber die Rückführung ausreisepflichtiger und insbesondere krimineller Ausländer. Angesichts der aktuellen Kriminalitätsstatistik, Frau Innenministerin, übernehmen Sie jetzt Position der Alternative für Deutschland, wenn auch nur verbal. Sie sehen, wir waren auf dem richtigen Weg. Diese Aktion der Medien war ein Rohrkrepierer. Die Geheimdienste waren daran beteiligt. Diese Aktion ist gescheitert. Jetzt reiten Sie die nächste Attacke. Sie bezichtigen meinen langjährigen und guten Kollegen Petre Büstron der Bestechlichkeit. Auffällig, die Informationen sollen wieder über einen Geheimdienst gekommen sein und über ein linkes Medienkollektiv den Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben. Meine Erfahrung aus Untersuchungsausschüssen zeigt, Nachrichtendienste arbeiten im Verborgenen. Selbst wenn sie Taten und Täter identifiziert haben, schweigen sie, um ihre Quellen offen zu halten und zu schützen. Der Quellen- und Methodenschutz steht an oberster Stelle. Nun wird behauptet, der tschechische Nachrichtendienst hätte berichtet, Aufnahmen über eine Geldübergabe zu haben. Entweder arbeitet der tschechische Nachrichtendienst völlig unprofessionell, oder diese ganze Aktion ist politisch gesteuert. Ich glaube an Letzteres. Petre Büstron hat dem Fraktionsvorstand gegenüber und mir persönlich erklärt, er hat kein Geld angeboten bekommen, er hat kein Geld angenommen. Weder er persönlich, noch Dritte, noch seine Familie. Weder in Bar, noch in Kryptowährung oder sonstigen Vorteil. Punkt. Das ist Fakt. Damit ist die Angelegenheit erledigt. Wieder ein Rohrkrepierer. Sie haben keine Beweise und versuchen, einen Familienvater zu beschädigen und setzen seine ganze Familie einer Hexenjacht aus. Schämen Sie sich allesamt zusammen hier. Sie glauben, Beweise zu haben, Frau Innenministerin, dann machen Sie diese öffentlich. Ansonsten schweigen Sie. Ihr Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz war gestern im Innenausschuss. Fakt ist, es gibt keine belastbaren Beweise. Das ist eine Hexenjacht, die überhaupt gar nicht begründet ist. Erschreckend ist, Sie haben dort gar kein Interesse an einer Aufklärung gezeigt. Stattdessen machen Sie hier eine Aktuelle Stunde. Das ist einfach zu durchsichtig. Ich versichere Ihnen, korrupte Kollegen dulden wir in der Alternative für Deutschland nicht. Aber denken Sie doch einmal logisch. Warum sollte jemand einen Oppositionspolitiker bestechen? Der hat auch gar keinen Einfluss auf Gesetze und auf Regierungshandeln. Reden wir einmal über Korruption. Wo fängt diese an? Wo hört diese auf? Es ist schon verwerflich, eine Einladung zum Essen anzunehmen. Wie ist es mit Reiseeinladungen, die Sie auch aussprechen, über Ihre Stiftung, über Ihre Fraktionen, die Deutschland, die Bundesregierung großzügig in alle Welt ausspricht?
ist hier ein Nehmer oder auch ein Geber entsprechend mitschuldig? Was ist mit Referentenhonoraren? Oder, liebe CDU, wie sieht es mit Zahlung anderer Staaten aus? Stichwort Aserbaidschan Connection. Sind Ihre Entscheidungen zur Corona-Zeit frei von Vorteilsnahmen? Impfstoffbeschaffungen, Maskendeals, der Atomausstieg, die Energiewende? Welche Abhängigkeiten bestehen von Klaus Schwab und Bill Gates? Was wissen Sie tatsächlich über Nord Stream? Sie sehen, es muss viel aufgeklärt werden. Unsere internationalen Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Keuter. Unsere internationalen Beziehungen gehören aber sicherlich nicht dazu. Ich sage Ihnen, Sie haben nicht Angst um die Demokratie, Sie haben Angst vor der Demokratie. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Konstantin Kuhle für die FDP-Fraktion ist der nächste Redner.